Schließlich war der Tag gekommen, da ich spürte, wie das Steingefängnis zu bröckeln begann. Ein kleiner Riss, kaum sichtbar, aber für mich deutlich spürbar, zog sich über meinen Bauch. Gerade kam eine Schulklasse aus Ponyville durch den Skulpturengarten. Als sie vor mir stehen blieben, erklärte ihre Lehrerin ihnen, was es mit der vermeintlichen Statue auf sich hatte. Nun, das hier ist eine wirklich interessante Statue. Was für Besonderheiten seht ihr an ihr? Sie hat eine Adlerklaue. Und eine Luftpranke. Und einen Schlangenschweif. Diese Kreatur nennt man Draconicus. Es hat den Kopf eines Ponys und einen Körper, der aus allen möglichen Dingen besteht. Was glaubt ihr, was das bedeuten soll? Verwirrung? Das Böse. Chaos. Nicht schlecht. Es ist doch nicht Chaos, du Dodo. Sag keine Sachen, die ich nicht verstehe. Es ist wohl Chaos. Ist es nicht. Alles beides falsch. Wie diese drei Fohlen sich meinetwegen stritten, war unbezahlbar. War es meine Ausstrahlung, dass sie so miteinander umgingen? Wenn ja, dann war das nicht einmal meine Absicht. Eigentlich habt ihr alle irgendwie recht. Diese Statue repräsentiert Zwietracht, also das Fehlen von Harmonie zwischen den Ponys. Zwietracht? Oh, wenn ihr wüsstet. Tatsächlich habt ihr drei so gut die Zwietracht dargestellt, dass ihr mir alle einen Aufsatz darüber schreiben dürft. Also weiter geht's, und ich will keine weiteren Streitereien. Und es ist Wohlverwirrung. Das Böse. Chaos. Nun, da sie weg waren, rührte ich mich. Der Stein knackte und brach an meinem ganzen Körper. Ja, endlich konnte ich mich wieder bewegen. Ich schnippte mit den Fingern zum ersten Mal seit mehr als 1000 Jahren und der Stein verschwand komplett. Ich stand auf meinem Sockel und reckte mich ausgiebig. Ich bin frei, endlich. Oh, was für eine Erleichterung. Endlich Zeit für meine wohlverdiente Pause. Oh, ein Pony. Na komm her, du kleiner Kerl. Was denn? Wie? Ich bin frei, kannst du es glauben? Du bist doch... Ja, ich bin es. Ich bin zurück. Endlich. Nein, wie? Psst, zerstöre doch nicht diesen Moment. Freu dich mit mir. Nein, das kann nicht stimmen. Das muss ich mir einbilden. Was denn? So überrascht? Nach all den Jahren komme ich frei und so werde ich begrüßt? Wie unhöflich. Ich muss die Prinzessin warnen. Aber ja, das solltest du. Aber jetzt kommt der beste Teil. Du wirst es nicht können. Nein. Doch. Ich tänzelte um den Sockel herum, der mich so viele Jahre gehalten hatte und schleuderte dabei die Wache durch die Gegend. Endlich war ich frei und konnte wieder damit beginnen, Equestria umzuwandeln. Diesen Wachhengst schickte ich schlafen, damit er mich nicht verriet. Noch wusste schließlich niemand, dass ich wieder da war. Nun, was sollte ich als erstes tun? Ja, Schokoladenmilch. Süße, süße Schokoladenmilch. Wie lange hatte ich mich nach so etwas gesehnt? Meine Finger waren etwas eingerostet und ich musste mich ausgiebig strecken. Jedes Knacken ließ in meiner Umgebung die Dinge verrückt spielen, aber ich beseitigte die Spuren meiner Dehnübungen. Noch sollte schließlich keiner ahnen, was hier passiert war. Ein guter Beginn wäre es sicherlich zu verhindern, wieder eingesperrt zu werden. Die Elemente der Harmonie konnten mich versteinern und sie waren griffbereit. Aber nicht mehr lange. Wo waren sie denn aufbewahrt? Ah, im Turm von Canterlot. Upsi-dupsi, da hatte ich sie doch tatsächlich einfach so gestohlen. Celestia hatte einen Sperrzauber auf die Tür gelegt, hinter der diese kleinen, fiesen Schmuckstücke lagen. Aber meine Güte, wen wollte sie denn damit schon abhalten? Normale Feinde vielleicht? Nicht aber mich. Also begann nun mein Plan, die 6 aus dem Weg zu räumen. Ja, das würde sich machen lassen. In jedem Fall sollte man langsam aber sicher sehen, dass ich wieder da war. Celestia erinnerte sich mit Sicherheit noch an ein paar meiner Spiele. Zuckerwatte? Moment, es soll nicht vor morgen regnen. Du kannst nicht... Du hast... Rainbow Dash, eine der 6, flog umher und versuchte, die Wolken zu stoppen. Doch es half alles nichts. Sie flog über der Farm von Applejack, eines weiteren Elementarträgers, umher. Rainbow Dash, was ist hier los mit der Schokoladenmilch? Ich meine, mit dem Regen? Ich meine dem Schokoladenmilchregen. Es herrscht verrücktes Wetter in ganz Equestria. In Cloudzell tobt ein riesiger Cola-Sturm. Aber keine Panik. Ich verlasse euch nicht, bis ich die Kontrolle in Ponyville habe. Applejack war gerade dabei, den Mais zu ernten, als dieser plötzlich anfing, spontan zu Popcorn zu werden. Pinkie Pie, das nächste Pony, näherte sich durch das Meer aus Popcorn schwimmend. Schon mal ein Pony, dem das gefällt. Ich hörte von deinen Problemen hier, Applejack. Und ich kam so schnell ich konnte, um zu sehen, ob es etwas gibt, das ich tun kann. Ohne nass zu werden. Oder dreckig. Oder unter meinem Schirm hervorzukommen.
Kaum hatte Rarity, die vierte der sechs, den Satz zu Ende gesprochen, wuchsen schlagartig die Äpfel an den Bäumen zu extremer Größe heran, sodass die Bäume selbst nachgaben und sich auf den Boden bogen. Prompt kamen von allen Seiten Eichhörnchen und Hasen an, die sich Stücke von den Früchten sichern wollten. Das wiederum rief die fünfte Elementarträgerin auf den Plan. Fluttershy. Fluttershy, tu etwas. Nun, Angel, du solltest wirklich... Nein, das kann unmöglich wahr sein. Ich muss mal träumen. Ihre geliebten Tiere wurden langgezogen und hatten meterlange Beine, mit denen sie durch die Gegend rannten. Fassungslos schwebte sie da und sah, wie sie an ihr vorbeirannten. Nun kam auch Twilight Sparkle, die Schülerin der Prinzessin, dazu und brachte ihren wahrhaft mutigen Helfer Spike den Drachen mit. Keine Sorge, ihr alle. Ich habe einen neuen Zauber gelernt, der alles in Ordnung bringen wird. Ich musste lachen. Sie zauberte ihren Spruch, der gegen jede normale Magie gewirkt hätte, keine Frage. Wäre nicht ich der Schuldige gewesen, wäre das eine tolle Idee. Mein idiotensicherer Zauber hat versagt. Was sollen wir jetzt machen? Aufgeben? Spike, Twilight wird schon etwas einfallen. Zeit für Plan B. Rainbow, kannst du die Wolken in einer Ecke des Himmels zusammentreiben? Applejack, hol du sie gleich auf den Boden. Hey, was ist los? Oh Mann, ich hoffe nur, dass keines der Tierchen diese leckeren, schokogefüllten Zuckerwattewölkchen sieht, damit ich sie nicht teilen muss. Mir geht's genauso wie dir, Schwester. Hey! Und danach gibt's noch Popcorn als zweiten Gang. Siehst du, Spike? Man sollte niemals aufgeben. Wenn wir zusammenarbeiten, gibt es nichts, das wir nicht überwinden können. In diesem Moment erhielt der kleine Drache Spike eine Botschaft von Celestia, die er wie immer in einer Flamme ausspuckte. Huch! Kommt, Leute! Prinzessin Celestia will uns alle augenblicklich in Canterlot sehen. Ja, das wollte sie. Denn natürlich hatte sie sofort gesehen, was oder besser wer für all das verantwortlich war. Dass ich frei war, muss für sie überraschend gewesen sein. Sie ging besorgt auf und ab und wartete an der Pforte ihres Palastes darauf, dass die sechs kamen. Prinzessin Celestia, wir kamen so schnell wir konnten. Danke, Twilight. Danke euch allen. Geht es um das Wetter? Oder das komische Verhalten der Tiere? Was ist los da draußen? Wieso funktioniert meine Magie nicht? Gibt es... Folgt mir. Sie führte die Ponys in eine große Halle, in der die vielen Fensterbilder zu sehen waren. Natürlich musste sie ihren Schützlingen zunächst erklären, was es mit Mia auf sich hatte. Es sieht so aus, als wäre ein alter Feind von mir. Jemand, von dem ich glaubte, ihn vor langer Zeit besiegt zu haben, zurückgekehrt. Sein Name ist Discord. Discord ist der verschlagene Geist der Disharmonie. Bevor meine Schwester und ich uns gegen ihn auflehnten, regierte er Equestria. In einer endlosen Ära aus Unruhe und Unglücklichkeit. Luna und ich sahen, wie schrecklich das Leben für Erd-, Einhorn- und Pegasus-Ponys war. So nutzten wir die Elemente der Harmonie, um ihn in Stein zu verwandeln. Alles klar, Prinzessin. Allein bei der Erinnerung musste ich mit der Nase rümpfen. Hier nun hatte ich sie alle gemeinsam in einem Raum. Also konnte ich zu ihnen sprechen. Aber zeigen musste ich mich ja noch nicht direkt. Also suchte ich mir einen schönen Einstiegsort in Form eines der Fensterbilder, das mich zeigte. Ich nahm an, dieser Zauber würde ihn für immer gefangen halten. Aber da Luna und ich nicht länger mit den Elementen verbunden sind, wurde er befreit. Nicht länger verbunden? Das hier ist der Turm von Canterlot, in dem die Elemente aufbewahrt werden, seit ihr sie gefunden habt. Ich brauche euch, um sie ein weiteres Mal einzusetzen und Discord zu stoppen, bevor er ganz Equestria in ein endloses Chaos stürzt. Aber wieso uns? Warum? Hey, seht, wir sind berühmt! Ihr sechs habt die Kraft der Elemente gezeigt, als ihr die Macht eurer Freundschaft genutzt habt, um einen mächtigen Feind zu besiegen. Obwohl Luna und ich einst die Elemente kontrollierten, seid es nun ihr, die über sie verfügen. Und ihr seid es, die Discord schlagen müssen. Darüber musste Twilight Sparkle erst einmal nachdenken. Sie kannte mich nicht und hatte keine Ahnung vom Ausmaß meiner Macht. Die prüde Prinzessin allerdings schon. Doch natürlich musste sie zusagen. Prinzessin Celestia, du kannst dich... Wartet eine Sekunde. Endloses Chaos geht einher mit Schokoregen. Schokoregen! Hör nicht auf sie, Prinzessin. Wir fühlen uns geehrt, die Elemente der Harmonie wieder benutzen zu dürfen. Celestia öffnete die große Tür, hinter der sich eine kleine Kiste mit den Elementen befand. Das heißt, ups, wo waren denn die Elemente? Diese Kammer ist gesichert durch einen mächtigen Zauber, den nur ich brechen kann. Das macht keinen Sinn. Sinn. Oh,
Was macht es schon für einen Spaß, Sinn zu machen? Discord! Zeig dich! Hast du mich vermisst, Celestia? Ich habe dich vermisst. Es ist recht einsam, Steinverwandler zu sein, aber du weißt davon ja nichts, denn ich verwandle keine Ponys in Stein. Genug. Was hast du mit den Elementen der Harmonie gemacht? Oh, ich habe sie mir nur für ein kleines Weilchen aufgelegt. Damit wirst du niemals davonkommen, Discord. Oh, ich hatte ganz vergessen, wie wütend du werden kannst, Celestia. Das ist wirklich ziemlich langweilig. Hey, niemand beleidigt die Prinzessin. Ah, du musst wohl Rainbow Dash sein. Berühmt für ihre Loyalität. Das Element der Harmonie, das du repräsentierst. Das ist richtig. Ich werde der Prinzessin immer loyal bleiben. Das werden wir noch sehen. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Zeit verschwenden, indem wir mit einem Fenster sprechen. Die wunderschöne Rarity. Das Element der Großzügigkeit, wenn ich mich nicht irre. Also weißt du, wer wir sind. Große Sache. Oh, ich weiß viel mehr als nur das, ehrliche Applejack. Du scheinst auch unsere Stärken zu kennen. Ja, Twilight Sparkle. Und deins ist das mächtigste, aber auch durchschaubarste Element. Magie. Fluttershy, es ist Freundlichkeit und Pinkie Pie, es ist dein persönlicher Favorit meinerseits. Lachen. Lass den Unsinn, Discord. Was hast du mit den Elementen der Harmonie getan? Oh, so langweilig, Celestia, wirklich. Also gut, ich sag's euch. Aber ich sag's euch nur auf meine Weise. Ihr wollt die fehlenden Elemente zurückerlangen, so müsst ihr zuerst bei Null anfangen. Für Chaos und Wendung bin ich der Fachmann. Ihr findet die Elemente dort, wo alles begann. Damit waren sie genug in die Irre geführt, um nicht allzu schnell darauf zu kommen. Eigentlich war das Rätsel nicht schwer. Ich hatte die Elemente einfach direkt im entsprechenden Sachbuch in Twilights eigenem Baumhaus versteckt. Wieso? Weil ich absolut sicher war, dass sie, wenn sie darauf kamen, nichts damit anfangen könnten. Aber mal sehen, was sie aus dem Rätsel machten. Chaos und Wendung. Chaos und Wendung. Chaos und Wendung. Das ist es! Discord muss die Elemente im Palastlabyrinth versteckt haben. Viel Glück, meine kleinen Ponys. Das Schicksal Equestrias liegt in euren Hufen. Mach nur keinen Druck. Danke, Prinzessin. Wir werden dich nicht enttäuschen. Wie amüsant. Also ich hätte nicht geglaubt, dass sie wirklich darauf kämen. Das Labyrinth? Also wirklich. Ich meine, ich mag Labyrinthe und es ist nicht so, als wäre das zu unwahrscheinlich gewesen. Aber was an meinem Rätsel verleitete sie zu dieser Annahme? Nun ja, egal. Einfacher konnte ich es ja nicht haben. Also beobachtete ich sie und bereitete mich auf einen dramatischen Auftritt vor. Wir müssen da rein? Ich glaube, Discord hat die hier vergessen. Ich flieg mal schnell drüber und schon haben wir die Elemente in 0, nichts. Das hast du dir so gedacht, Rainbow. Ah, meine Flügel! Oh, dein Horn! Mein Horn! Ihr solltet eure Gesichtsausdrücke sehen. Unbezahlbar. Gib uns unsere Flügel und Hörner zurück. Ihr werdet sie zu gegebener Zeit wiederbekommen. Ich habe sie einfach nur genommen, um sicherzustellen, dass hier nicht geschummelt wird. Seht ihr, das ist die erste Regel meines Spiels. Kein Fliegen und keine Magie. Die erste Regel? Die zweite Regel ist, jedes Pony muss mitspielen oder das Spiel ist vorbei und ich gewinne. Viel Glück alle zusammen. Keine Angst, Mädchen. Wir haben noch uns. Ja, wie Twilight schon sagte, wenn wir zusammenarbeiten, gibt es nichts, was wir nicht überwinden können. Okay, Mädchen, los geht's. Zusammen! Oh, nein. Natürlich ließ ich sie nicht zusammen. Als würde ich einfach zulassen, dass sie gemeinsam nach dem Weg suchten. Eine spontan aus dem Boden wachsende Hecke bereitete ihren Plänen ein abruptes Ende. Nun konnte das Spiel beginnen. Dass das Labyrinth für meine Maßstäbe drastisch vergrößert werden musste, ist ja selbstredend. Wie groß es dann tatsächlich war, lässt sich leicht beschreiben. Unendlich. Ohne Mitte, ohne Anfang oder Ende, ohne oben, ohne unten, teilweise kopfüber, dann wieder schräg, dann wieder frei und offen und bald schon eng und eingezwängt. Und eben unendlich groß, also auch unendlich zufällig. Zuerst war Applejack an der Reihe. Sie war ehrlich und jemanden vom Ehrlichen zum Lügner zu verwandeln ist relativ einfach. Zeige ihm nur eine unangenehme Wahrheit und schon wird er sie unterschlagen. Das heißt, vorausgesetzt, man mischt noch ein bisschen von meiner Magie hinzu. Nein, unsere Freundschaft, vorbei. Es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht. Wie Wahrheit zerbricht, kannst du nur zugucken. Manchmal ist eine Lüge einfacher zu schlucken. Applejack,
Celestia sei Dank, habe ich dich gefunden. Mit wem redest du da? Ich habe mit... niemanden geredet. Niemanden. Wie auch immer. Was? Nix. Komm schon. Wir gehen besser weiter. Hat Applejack gerade... Ja, das hat sie. Ach, komm schon, Twilight. Applejack würde nicht lügen. Oh, doch würde sie. Als nächstes, so schade wie das auch war, würde Pinkie Pie das Lachen vergehen. Und was ginge da schneller als ein Ballongarten? Natürlich müsste sie glauben, ihre Freunde lachten sie nur aus und nicht an, aber hey, das war doch nicht schwer. Was soll das? Was stimmt denn nicht, Pinkie Pie? Ich dachte, du magst einen guten Lacher. Das ist anders. Die hier lachen über mich. Es ist wohl kaum anders. Deine Freunde lachen ständig über dich. Meine Freunde lachen mit mir, nicht über mich. Oh, wirklich? Nein! Hör auf mich auszulachen! Oh, arme Pinkie Pie. Und ich dachte, Lachen macht dich glücklich. Glücklich? Ich denke nicht so. Pinkie Pie, wir sind froh, dich zu sehen. Ach, seid ihr das? Wieso? Wollt ihr lachen? Pinkie? Was meinst du, warum sie so niedergeschlagen ist? Es sieht ihr gar nicht ähnlich. Oh, sie würde schon noch sehen. Als nächstes Rarity, die ach so großzügige Einhornstute. Einer Versuchung, die nur groß genug war, konnte sie mit Sicherheit nicht widerstehen. Selbst wenn der tatsächliche Wert ihres Fundes kaum vorhanden war. Oh, meine. Willkommen zu deinem Glückstag, Rarity. Du hast das einzige in ganz Equestria gefunden, das mit meiner reinen Schönheit konkurrieren kann. Was denkst du? Willst du es haben? Ja, das will ich so sehr. Nein, nein, ich werde nicht dieser Fabulosität nachgehen. Muss ins Zentrum kommen, um die anderen zu treffen. Nein! Sie konnte nicht anders und so grub sie sich einmal quer durch den Felsen hindurch, um einen Edelstein daraus hervorzuholen. Das heißt, sie sah einen Edelstein. In Wahrheit war es nur ein Teil des Felsens selbst. Wieso hätte ich mir die Mühe machen sollen, wirklich etwas Schönes zu nehmen? So tat es das doch auch. Nun, Rarity, es hat ewig gedauert, aber das war es wert. Wer hätte gedacht, dass diese drei kleinen Steinchen zu so einem riesigen Diamanten gehören würden? Nun bringe ich dich heim. Rarity, sind wir froh. Wieso schleppst du diesen riesigen Felsen? Langweilig. Weiter zu Fluttershy. Wer so schüchtern und unsicher ist wie sie, würde sicher ein leichtes Spiel werden. Fluttershy? Sieht so aus, als wärst du zurückgelassen worden von deinen sogenannten Freunden. Oh, aber nein. Sie tun sicher ihr Bestes, um mich zu finden. Nun, es muss so unangenehm sein zu wissen, für wie schwach und hilflos sie dich halten. Absolut nicht. Ich bin schwach und hilflos. Und ich weiß, dass sie mich verstehen. Ja, aber es muss dich doch zur Weißglut treiben. Ich meine, sie weisen dich doch sicher andauernd auf deine Fehler hin, richtig? Nicht wirklich. Tatsächlich denke ich, dass ich unglaubliches Glück habe, dass meine Freunde nur das Beste für mich wollen. Oh, verdammt nochmal! Du warst nun mal weitem lange genug, freundlich. Zeit, gemein zu sein. Arrivederci! Okay, vielleicht doch kein ganz so leichtes Spiel. Aber es ist nicht so, als fiele es mir besonders schwer, sie umzupolen. Nun war sie endlich nicht mehr so verdammt nett zu ihren Freunden. Wieso benutzt du nicht einfach dein kleines Hörnchen und bringst alles wieder in Ordnung? Richtig. Du hast ja keins. Nur noch die Loyalität übrig. Rainbow Dash. Wovon war sie Fan? Der Wolkenstadt? Wie hieß sie noch? Cloudsdale? Gut, mal sehen, wem sie loyaler ist. Ihrer Heimatstadt oder ihren Freunden? Oh, ich verstehe, wieso du diese Wolken so magst. Sehr flauschig. Komm her, ich zeig's dir. Hey, ich bin hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. Ich habe auch eine Nachricht für dich. Hör mir gut zu, das ist wichtig. Eine schwere Wahl musst du entscheiden, einen großen Fehler besser vermeiden. Wenn die falsche Wahl du wählst, dein Heim und deine Freunde du nur damit quälst. Cloudsdale zerbricht ohne mich. Diese Box enthält deine Flügel. Du kannst sie nehmen und das Spiel verlassen, oder du fährst fort, endlos durch diesen Irrgarten zu stolpern. Deine Wahl. Somit war Regel Nummer 2 gebrochen und es wurde Zeit, es Twilight unter die Nase zu reiben, dass sie sich geirrt hatte. Nun, ein Pony hat die keine Flügel, keine Magieregel gebrochen. Das Spiel ist aus, meine kleinen Ponys. Ihr habt nicht eure wertvollen Elemente gefunden.
Sieht so aus, als wären wir fällig für einen guten alten Sturm des Chaos. Und worüber lachst du? Oh, ihr Ponys seid wirklich der größte Spaß, den ich seit Ewigkeiten hatte. Lass es! Man denkt besser nach, bevor man lacht über Pinkie Pie. Ach ja? Ha ha! Lass es! Nein! Ha ha! Lass es! Nein! Ha ha! Rarity, dieser Diamant von dir. Twilight sagte, wir sollten ihn durch 6 teilen, da wir ihn, zusammengefunden haben. Ja! Versuch es doch! Er ist mein! Nur mein! Lass es! Mädchen, was soll das? Hört auf! Es ist einfach zu unterhaltsam. Hör auf, Discord. Du spielst nicht fair. Ich spiele nicht fair? Vielleicht wurden wir einander noch nicht vorgestellt. Ich bin Discord, Geist des Chaos und der Disharmonie. Hallo? Wie sollten wir die Elemente der Harmonie finden, wenn du das Labyrinth wegnimmst, bevor wir überhaupt ans Ende kommen konnten? Oh, warte, dass du... Wie witzig. Du hast geglaubt, die Elemente seien im Labyrinth? Ihr wollt die fehlenden Elemente zurückerlangen, so müsst ihr zuerst bei Null anfangen. Für Chaos und Wendung bin ich der Fachmann. Ihr findet die Elemente dort, wo alles begann. Ich sagte niemals, dass sie im Labyrinth seien. Aber... Versuch's weiter, Twilight Sparkle. Vielleicht kann dir ja die Magie der Freundschaft helfen. Nur wenn du mich entschuldigen würdest, ich habe noch etwas Chaos zu verbreiten. Mit diesen Worten verschwand ich und trieb mich etwas in Equestria herum. Oder besser gesagt in Ponyville. Denn dort wollte ich mich zuerst konzentrieren. Wie schon damals. Und außerdem war dies das Zuhause der 6. Ein Schokosturm über das ganze Land und das obligatorische Sonne und Mond auf- und untergehen lassen Spiel. Ponyville selbst sollte direkt wieder schön werden. Die Häuser in die Luft, den Boden in bunte Kacheln verwandeln, noch ein paar kleine Anpassungen und fürs Erste sah es schon mal ganz gut aus. Also wieder zu den 5, die gerade zu Huf unterwegs waren, nach Hause zu gehen. Da standen sie mitten auf einer Straße, als die Sonne unterging. Wow, jetzt kann ich so viel besser sehen. Wow, ich hab das mit Absicht gemacht. Discord hat unsere Straße in Seife verwandelt. Wundervoll ist es nicht so. Das hier ist das neue und verbesserte Ponyville. Und dies sind gerade einmal meine ersten Änderungen. Das hier mag spaßig aussehen, ist es aber nicht. Sieh es dir an, die Chaos-Hauptstadt der Welt. Ich kann gar nichts sehen. Es ist zu dunkel. Oh, warte ein paar Minuten und du siehst es im wunderschönen Licht des Tages. Oder nicht? Chaos-Hauptstadt der Welt? Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Keine Sorge, hast du nicht. Nun, zumindest war sie auf der richtigen Fährte und ging nach Hause in ihr Baumhaus. Das war noch unverändert. Schließlich wartete ich noch auf einen ganz speziellen Moment, bevor ich richtig loslegen wollte. Ganz rein zufällig fand sie die Elemente tatsächlich in ihrem Buch und zwang die Freundinnen dazu, mit ihr nach draußen zu kommen. Ihr Hausdrache sollte doch tatsächlich die noch immer flüchtige Rainbow Dash ersetzen. Unbezahlbar. Aber ich stand draußen schon in freudiger Erwartung. Nun, ich sehe, ihr habt die Elemente der Harmonie gefunden. Wie schrecklich! Discord, ich habe dein lahmes Rätsel gelöst. Jetzt bist du dran. Das bin ich ganz sicher. Ihr habt mich eindeutig geschlagen und nun ist es an der Zeit, meinem Schicksal gegenüberzutreten. Ich bin bereit, von dir besiegt zu werden. Feuert, so wie ihr bereit seid. Formation, jetzt! Rainbow Dash, komm her! Na gut, bringen wir das hinter uns. Twilight aktivierte ihr Element und es leuchtete auf. Gut, dass ich meine Sonnenbrille auf hatte, denn es war wirklich sehr hell. Aber wie sollte es auch anders sein, fielen sie wirkungslos auf den Boden. Nicht nur fehlte ihnen eins der Ponys, sondern sie waren auch komplett zerstritten und konnten sich kaum in die Augen sehen. Hervorragende Voraussetzungen für die Elemente der Harmonie. Was ist hier los? Also meins funktioniert. Es muss etwas mit deinem nicht stimmen. Ich hasse die Elemente der Harmonie. Schrott. Meins! Sorry, Twilight. Ich gehe wohl lieber wieder rein und räume die Bibliothek auf. Viel Glück mit all dem. Ups, Verzeihung, Rainbow Crash. Bravo, Ponys, bravo. Harmonie in Equestria ist offiziell tot. Discord regiert, Celestia vegetiert. Tja, und damit war mein Sieg wohl sicher. Ich rutschte ein bisschen auf den Seifenstraßen umher und spielte dann ein bisschen mit den Ponys der Stadt. Mein Bauch. Twilight, du musst einfach sehen, was ich gerade gemacht habe.
Es ist unbezahlbar. Ach, komm schon, Twilight Sparkle. Du musst die Dinge in einem anderen Licht sehen. Immerhin ist das hier deine neue Heimat. Nicht mehr. Ja! Gut, sehr gut. Twilight Sparkle war also ebenfalls aus dem Weg. Alle sechs waren grau und niedergeschlagen. Die Elemente der Harmonie lagen im Müll. Damit gab es nun nichts mehr, das mir eine Gefahr hätte werden können. Absolut gar nichts. Alle Ponys der Stadt drehten langsam durch und durften in den Genuss kommen, an meinem Spaß teilzuhaben. Und langsam nahm die gesamte Stadt auch wieder Form an. Es würde dauern, bis wirklich wieder alles so toll wäre wie damals, aber Schritt für Schritt näherte ich mich an. Das meiste gab es jedenfalls schon. Und das bedeutete, ich konnte wieder meinen Thron aufstellen. Meinen geliebten schwarz-roten Thron auf einem Hügel in der Mitte der Stadt. Dort setzte ich mich nieder und genoss mein herrliches Chaos in vollen Zügen. Bullen tanzten um mich herum, Kuchen fielen von unten nach oben, die Sonne ging in unregelmäßigen Abständen auf und unter. Häuser schwebten durch die Luft, Ponys gruben sich durch den Boden, Äpfel wurden rückwärts gegessen, Pegasi schwebten umgedreht in der Luft, Einhörner wandten unkontrolliert Magie an. Ach, es war wunderschön. So wunderschön. Das wollte ich erst einmal auskosten, bevor ich mich aufmachte, den Rest Equestrias umzuwandeln. Auch Celestia sollte sich noch gedulden. Nun hatte ich schließlich alle Zeit der Welt. Dachte ich zumindest. Die sechs beachtete ich nicht weiter. Sie waren grau und voneinander getrennt und sie hatten keine Chance, meinen Zauber rückgängig zu machen. Nein, sie waren doch sicher keine Gefahr mehr für mich. Doch als ich gerade ein paar Minuten auf meinem Thron gesessen hatte und mein Dasein als Gott des Chaos voll und ganz genoss, kamen die sechs Ponys unverfroren einfach zu mir gelaufen. Als Gruppe, mit farbigem Fell, nicht mehr grau, und mit entschlossenen Blicken, sowie den Elementen um die Hälse. Ich war vertieft in meiner Aussicht und füllte gerade ein Glas mit Schokoladenmilch. Chaos ist etwas Wunderbares. Nicht so wunderbar wie Freundschaft. Oh, das schon wieder. Das ist richtig. Du konntest unsere Freundschaft nicht lange auseinanderreißen. Oh, Applejack, lüg mich nicht an. Ich bin derjenige, der dich zum Lügner gemacht hat. Mit einer Klaue nebenbei packte ich Twilights fünf Freunde bei ihren Elementen und zog sie zu mir heran. Ich dachte nicht viel darüber nach und strengte mich nicht besonders an. Schließlich waren sie ja längst geschlagen. Werdet ihr es jemals lernen? Doch Twilight Sparkle schoss sich selbst zu ihnen und umschloss sie mit einer Blase, die sie nun zum Boden trug. Ich war fast so etwas wie überrascht, doch was wollten sie schon tun? Ich sage dir, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, dass Freundschaft nicht immer einfach ist. Aber es gibt keinen Zweifel, dass es wert ist, dafür zu kämpfen. Oh, Wirk, fein, macht schon. Setzt eure kleinen Elemente gegen mich ein, Freunde. Aber macht es schnell. Ich verpasse hier exzellentes Chaos. Also gut, Ladies. Zeigen wir ihnen, was Freundschaft kann. Zum Gähnen. Sie zauberten sich da einen zurecht und schwebten ein Stück in die Luft. Dann schossen bunte Wellen aus ihren Elementen heraus. Moment, was? Oh, was ist das? Nein. Nein! Ein riesiger Regenbogen schoss von ihnen hervor und von oben genau auf mich hinab. Genau wie damals. Aber dieses Mal lachte ich nicht. Dieses Mal war ich erschrocken. Ich wusste sehr genau, was mit mir passieren würde. Es war kein Experiment gewesen. Ich hatte sie unterschätzt. Ein Ausdruck des Schreckens und Unglaubens stand mir ins Gesicht geschrieben, als ich wieder einmal in Stein verwandelt wurde. Schon zum zweiten Mal. Aber dieses Mal hatte ich keinen Plan B. Und dieses Mal war es, wie gesagt, ein richtiger Fehler von mir gewesen. Eine schlechte Einschätzung der Lage. Überaus ärgerlich. Und wieder konnte ich mich nicht teleportieren, nicht unsichtbar werden, nichts erschaffen, mich nicht bewegen, nur begrenzt weit sehen und überhaupt nichts tun, was ich so gerne wollte. Verdammt! Wir haben es geschafft! Er ist besiegt! Hurra! Gute Arbeit, Mädchen! Ja, ja, gute Arbeit! Los, bringen wir ihn zurück nach Canterlot! Nicht nötig. Darum werde ich mich kümmern. Prinzessin Celestia! Ach du! Dich gibt's ja auch noch. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen konnte. Ihr habt Equestria nun schon wieder gerettet. Ohne dich hätte ich es nie geschafft, meine Freunde zu vereinen. Alles, was du brauchtest, war eine kleine Erinnerung. Das ist alleine euer Verdienst. Ach, du hast ihnen also geholfen.
Ich hätte mich also doch zuerst um dich kümmern sollen. Mann, nicht schon wieder in Stein. Ehrlich, Twilight, das war eine knappe Sache. Ja, um ein Haar wäre Equestria im ewigen Chaos versunken. Mhm. Auch wenn mir der Schokoladenregen fehlen wird. Naja, immerhin etwas, das sie positiv in Erinnerung hat. Pinky, das meinst du doch wohl nicht ernst? Immer nur Stein. Oh, wie ich es satt habe. Damit hatten diese 6 Ponys meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Denn ich wusste, wenn es irgendeinen Weg geben würde, freizukommen, es hätte mit diesen 6 zu tun. Aber fürs Erste stand ich wieder auf meinem Sockel im Stadtpark von Canterlot. So jedenfalls blieb ich versteinert und beobachtete weiter aus meinem Gefängnis heraus. Das Gefühl, sich nicht bewegen zu können, war nun sogar noch unangenehmer als früher. Denn nun hatte ich einmal wieder die Freiheit gekostet und spürte umso mehr, wie dieses Gefängnis mich einschränkte. Insofern war es gut, einmal wieder frei gewesen zu sein. Denn so hatte ich wenigstens einen schönen Tag, bevor ich wieder meinen Platz als Parkdekoration einnehmen musste. Und so blieb ich stehen und wartete. Wartete auf den Tag, an dem ich endlich wieder frei sein würde. Wann auch immer dieser Tag kommen möge. Bis dahin konnte ich wohl warten.